Hallöchen, Leute, wir heißen euch willkommen zu Super Mario Galaxy M1-on-1. Der sieht sowieso aus wie ein Walross. Ja. Ich hab gesagt, nicht kichern, Kinder. Entschuldigung, Mock. Na, schon gut. Jetzt geh ins Bett. Okay. Und spül mein Geschirr ab. Wie immer halt. Ja. Oh, fuck. Nein! Ach, jetzt bloß bist du gestorben. Bin zermatscht worden. Ich habe nie von dir irgendwie gehört, oh, das schaffe ich. Das ist immer so nein! Und so, Gott sei Dank! Wenn du irgendwas schaffst, dann dankst du Gott. Du dankst nicht dir, weil du es geschafft hast, sondern Gott. Hast du jetzt Hallo, ich bin der Brunnen-LP! Bitches! Bitches und so kommt auch immer gut an. Beleidige die Zuschauer, ihr seht es ja bei Mock. Beleidigen, das mach ich beleidigen, auch öfter. Beleidigen, 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 die lieben euch dann. Hat mich beleidigt! Das würde ich jetzt nicht sagen. Doch, guck mir immer so vor, so. Boah, die sind alle so mocksüchtig. Schrecklich, hasse euch. Hat, wer ist mocksüchtig? Boah, Mock, du machst dir kein Bild. Hast du kein Bild, wie mocksüchtig die Menschen sind. Schrecklich. Nee, mach ich auch nicht. Nee, solltest du vielleicht mal ein Bild drüber machen. Ey, ich bin Captain John und ich hab ein neues Spiel. Zieht's euch rein, Mann. Und das Spiel ist voll gut. Wie gesagt, ich hab einen 5-Euro-Nunchuck. Sind das nicht mal original? Weißt du, wie sich der Stick anfühlt? Richtig schlecht. Was, kein Original? Nunchuck und gewinnst? Ja. Ich beschwere mich bei Nintendo. Ich beschwere mich gleich bei Nintendo. Ich rufe da an. Kann ja nicht sein. Dass der richtige Nunchuck nicht so gut ist wie ein gefälschter. Ich kann euch nicht mal sagen, von welcher Marke der Nunchuck ist, weil da so ein komisches Logo drauf. Ah, schickst du mir nachher ein Bild von, den kaufe ich mir auch. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich Luigi kacke finde. Und Luigi, das ist ja... Ist den ja, heiligen Gral der Idioten hast du. Den greifst du an. Das kannst du nicht machen. Ja, was ist doch so? Luigi ist der heilige Gral der Idioten. Ja, jeder Idiot denkt sich, oh, aber wenn ich noch wenigstens so wäre wie Luigi, dann wäre die Sache okay. Also wenn der MOP nicht dabei ist, ne? Dann sinkt das Niveau aber auch ganz gewaltig. Oh mein Gott, ist das hier schlimm. Alles nur über Scheiße und Ficken und Pimmeldinger. Nee, der MOP, der rettet das Niveau. Ja. Verlass heute bitte nicht mehr das Haus. Meinst du? Und wenn, dann fahr mit dem Taxi, starte nicht dein Auto. Vielleicht gibt es die Luft, wenn du startest. Ich glaube, die kennen mich nicht. BOOM! Nein, die kennen mich nicht. War da ja noch nie drin. Spricht sich rum. Ja, aber weiß ja keiner, wo ich wohne. Weiß ja niemand, wer ich bin. Ich bin ja auch in dieser Stadt eigentlich nur ein Gespenst. Niemand weiß, dass es mich gibt. Du gehst Alter! Nein! Alter, schon wieder nur noch ein Alter. Alter, jetzt hat er mich schon wieder gekillt! So, jetzt nicht runterfallen, Mario. Nicht runterfallen. Nein! Nein! Aber ich kann dir sagen, die Tornados habe ich im Let's Play auch verkackt. Alter, ich bin jetzt einmal komplett runtergefallen. Das heißt, ich Glück. Da hinten ist. Wenn ich Glück habe, haben wir einen Unentschieden. Wenn ich kann mal kurz gucken. Ich habe 38. Alter, wie viel habe ich? Oh. 39. 40. Das gibt es doch nicht! Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe gleich 39 und du 40. Was? Das gibt es nicht. Das kann doch nicht mehr. Das ist nicht. Nein! Ich habe echt scheiße gespielt. Das gibt es doch. Ach, scheiße. Schon zwei Leben verloren. Was heißt das? Scheiße. Du bist scheiße. Ja. Ich mag niemand. Zwei Leben schon verloren. Mach Fotos, geil! Roomtour. Nee, also ein Foto tatsächlich. Facebook. Nee, ich schick dir jetzt echt ein Foto davon. Genau von der Stelle, wo ich sitze. Und man einen Vergleich hat. Mach ein Bild von deinem Fernseher und schreibst du, ich mit dem. Fuck! Oh, ich jetzt. Nee, egal, ich hab nicht aufgepasst. Ich mit den coolsten oder so. Ich hab grad Bowser, ich verkack grad Bowser. Und ich verkacke gerade den Weg zu Bowser hin. Das ist ja langweilig. Also, so ich total... bin nicht langweilig. Ja, du bist natürlich ein spannender Kerl, aber wir alle anderen, wir Normalsterblichen. Wir sind halt eigentlich auch nur Idioten, die die Videos im Internet über Videospiele machen. Und dann sagte der, ja gut, dann kriegst du es für 60 Mark. Was für ein Arschloch. Ja, dann fragte ich ihn so, warum sollte ich es... Warum 60 Mark? Ja, ich brauche ja auch Gefahrenzulage. Und dann so, Alter, warum soll ich es mir von dir klauen lassen für 60 Mark, wenn ich es für 50 kaufen kann? Ja, weiß ich auch nicht. Die Verbrecher von damals sind auch nicht mehr das, was sie damals nicht waren.
Nee, ich habe nur die Plattform, die erscheinen vor einem. Ah, oder auch nicht. Ich habe kein Kind, aber ich habe eine Pommesbude. Also, ich habe da so eine Lieblingspommesbude. Okay, hier kann man klang. Alter, ich habe hier ein bisschen Angst gerade. Ja. Ich habe kein Kind, aber ich habe eine Pommesbude. Ja, wäre doch geil, wenn ich eine Pommesbude hätte. Oh Mann, ey, das ist so ein langer Boss. Das ist das einzige Problem. Ja. Nein! Und ich laufe da so dumm rein. Warst du schon mal an der Donau? Weiß ich nicht. Wo ist die Donau? Keine Ahnung.